Tare sagt, heute mal aus einer anderen Perspektive und vielleicht mit einem interessanteren, schöneren Hintergrund. Ich hätte keinen Bock, schon wieder auf meiner, hinter meiner Schulbank zu sitzen. Es dauert noch nicht lange. Ich wollte euch nur einen kurzen Ausblick geben über das, was ich die nächsten 2 Wochen hier machen werde, wenn ich es schaffe. Ich hätte jetzt auch alles jetzt sammeln können, dann hätte ich jetzt 10 zusammen gehabt, hinter den Kartons versteckt und gesagt, so, Kuckuck, Hall. Aber ey, da komme ich durcheinander. Außerdem dauert es so lange. Außerdem bin ich viel zu neugierig. Also, kurzer Ausblick für die nächsten 2 Wochen. Damit ihr wisst, was kommt, dann könnt ihr jetzt sagen, ah, Schmarrn, den Kasper sparen wir uns für die nächsten 2 Wochen. Oder ihr sagt, hohoho, bleib ich dran. Würde mich natürlich super freuen, wenn ihr dran bleibt. Und an der Stelle gleich der Hinweis, könnt ihr abonnieren. Ist kostenlos. Und wie gesagt, ihr fühlt euch danach super. Ne? Ihr habt ein Abo von mir. Wäre toll. Ja, Glocke könnt ihr auch drücken, aber Abo wäre super. Okay, es wird die Woche, also das ist der Sonntag, also nächste Woche praktisch, kommt raus, werde ich bauen und dann euch zeigen den Pneumatic Telescopic Forklift von Mold King. 803 Teile. Pneumatic. Wenn ich euch jetzt nicht direkt anschaue, dann schaue ich auf meinen Monitor und bewundere mein wunderschönes Kind. Nein, gut. Ist mit Pneumatic, aber Handbetrieb, ne? Ihr wisst doch, ist die Freundin noch so lieb? Und bin ich mal gespannt auf die Pneumatik von Mold King. Hatte ich bisher noch nicht. Eigentlich dachte ich mir, habe ich gar keinen Bock mehr auf irgendwelche Baumaschinen. Aber ich glaube, der sieht nicht ganz so kompliziert aus wie der Kader Teleskop Kompakt. Mach mich fertig, Lader. Apropos Kader. Ich habe mir was Nostalgisches von Kader besorgt. Also ein nostalgisches Modell. Der Zitrön 2ZV mit, ihr seht es, 1238 Teilen. Und so wie es aussieht, mit Lizenz, hier steht Citroën drauf. Und ich denke mal, wenn Citroën draufsteht, wird Kader sich das auch geholt haben. Und, was habe ich hier gesehen? Ich habe die Tüten noch nicht aufgemacht, ich habe nur die Anleitung rausgeholt. Wir bauen eine Fernbedienung. Das Ding ist ferngesteuert. Es sind 2 Anleitungen. Mein zweites Kader-Set, bin mal gespannt. Hier ist hauptsächlich Systembausteine, die bei dem Telelifter nicht so geil waren. Ich fand sie ziemlich locker. Andere sagen Kaderteile, also die Systembausteine sind super. Ich hatte bisher nur das eine Set. Mal gucken, wie sie hier sind. Es wird eine gelbe Freude. Das Einzige, was nicht so eine Freude macht, ist das hier. Und selbst die Zitronenaufkleber sind... Ups. Also, ja, das Zitronenlogo ist ein Aufkleber. So rum. Nummer 3 in meiner To-Do-Liste ist das wissenschaftliche Experiment. Also, das ist nur ein random Kader-Auto, aber ich habe ja im Stream letztens, in dem ich ja mitmachen durfte, nochmal vielen Dank, Paul, 1, 2, 3, 4 Autos schon aufgebaut. Das hier wird Nummer 5. Und dann starten meine Kinder und ich das Experiment, wie lange hält ein Plastikauto in der freien Wildbahn aus? Sonne, Regen, mal gucken, vielleicht ziehen wir auch durch bis Schnee und dann werden wir mal schauen, wer von diesen 1, 2, 3, ja, 5 Herstellern am längsten überlebt. So muss man das Wange-Auto bauen. Wangi. Oh, Wange. Das einzige ohne Figur. Zu den Figuren müssen wir später nochmal reden. Und das wäre dann nämlich Punkt Nummer 4. Kontrovers. Ich mache die Woche nochmal. Ich hab mal ein bisschen nachgedacht. Und keine Sorge, es wird nicht schlimm. Diese ganze Sache Cuman Lego nochmal. Ist mir nämlich aufgefallen, als ich dieses Cuman Rennauto gebaut habe. Und da ist ja diese Figur drin. Und diese Figuren sind ja der Stein des Anstoßes. Und habe ich nochmal zum Aufhänger gemacht, darüber nachzudenken und werde euch diese nachzudanken, auch eher nachzudenken und werde euch diese Gedanken dann einfach mal kundtun, weil ich finde, manche Sachen sehen nicht so aus, wie sie aussehen sollten. Und wir wollen mal schauen, wie der Stand jetzt ist. Und hat ja eine Menge Action erzeugt. Mal gucken, wie jetzt nach 2 Monaten der Stand ist. Und ja, ich dachte mir, ich habe noch nichts dazu gesagt, also ne, lieber später als nie. Gut, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Ich lade das Video heute Abend noch hoch, dann wisst ihr für nächste Woche Bescheid. Ansonsten habe ich euch ganz lieb. Daumen hoch, Daumen runter, Kommentar. Wie gesagt, Abo. Ey Leute, Abo. Kommt. Kostenlos. Ihr braucht diesen Kanal, glaubt mir. Wirklich. Okay, Spaß beiseite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.